kommen wir zu der nächsten Komponente unseres verführerischen Desserts. Ganz normaler Pudding. Aber ganz normal ist bei uns nichts in der Küche, deshalb nennen wir das ein Creme Espuma, weil wir diesen Pudding, den wir gleich herstellen werden, in eine sogenannte Espuma-Flasche oder Gasflasche füllen werden. Das ist in letzter Zeit sehr, sehr Trend geworden in den ganzen Küchen. Hat den Vorteil, die Creme oder die Masse, die wir hier reinfüllen, wird verschlossen und dann werden Gaskapseln, Stickstoff, draufgeschossen. Dann schüttelt man das Ganze und dann stellt man es in den Kühlschrank. Und es ist aber versiegelt. Das heißt, je nachdem, wie Sie nachher das hier öffnen, wenn Sie die Creme brauchen, kommt genau das raus, was Sie brauchen. Der Rest ist immer noch versiegelt. Das heißt, wenn Sie nicht alles benötigen, den Rest in den Kühlschrank gestellt, dann haben Sie in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Tage immer noch mal ein schnelles Dessert. Und als Zutaten haben wir ganz simple Milch und Sahne. Dann geben wir Zucker dazu. Jetzt als Gewürz haben wir heute mal Tonkabohne. Tonkabohne, das ist, sieht aus wie eine schwarze Bohne. Und wenn man dran schnuppert, auch verführerisch, dann hat das ein Aroma von Mandel, Waldmeister, Vanille und Zimt. Also viele Aromen in einem. Und das kann man benutzen wie eine Muskatnuss, indem man es mit einer Reibe hier drüber reibt. Wenn man das jetzt nicht hat, tauschen Sie es komplett aus. Entweder nur mit Vanillemark oder mit Zimt. Das funktioniert genauso. Aber Tonkabohne ist halt eine schöne Aromaergänzung zur weißen Schokolade und zur Vollmilchschokolade, die wir schon verarbeitet haben. Aber das Ganze allein ist ja nicht alles. Wir bringen jetzt hier dieses Gemisch zum Kochen und parallel dazu haben wir hier Eigelb und Speisestärke. Das geben wir beides auch wieder in eine Schüssel. Verrühren das Ganze schon mal. So leicht im kalten Zustand. Und jetzt bei diesem Kochprozess ziehen wir praktisch richtig schön auch das Aroma. Und jetzt gießen wir die heiße Milch-Sahne-Zuckermischung über das Eigelb mit der Stärke. Und das Ganze geben wir wieder auf ein Wasserbad und bringen das zur Bindung. Man sieht, die Masse wird schon richtig träge. Der Schneebesen hinterlässt schöne Spuren. Und da kann man auch mal die Löffelprobe machen, weil viele Köche sagen ja immer zur Rose abziehen, was das eigentlich heißt. Weil man nimmt eine Löffelrückseite, zieht die durch die Masse, zieht den Löffel hoch, dann bleibt etwas von dieser Masse hier dran kleben und jetzt pusten wir da hoch. Und beim Hochpusten bilden sich Wellen. Wenn man da hochschaut beim Pusten, man hat den Eindruck, man blickt auf eine Rosenblüte, die einzelnen Blätter der Rosenblüte. Der Moment, wo wir sagen, zur Rose abgezogen oder ein Apparé auch hergestellt. Immer die tollen Fachbegriffe. Die Masse ist jetzt fertig. Jetzt könnte man sie in auch wieder ein Schälchen oder Gläschen füllen, fest werden lassen und stürzen. Oder mit etwas geschlagener Sahne noch pürieren, hätte man wie eine schöne, schnelle Vanillesoße. Was wir aber machen, wir nehmen hier so eine tolle Flasche, ein Trichter und ein Sieb, dass wir eventuell kleine Stückchen herausfiltern. Jetzt haben wir die Masse hier reingefüllt. Jetzt verschließen wir das Ganze. Das ist jetzt eine 1 Liter Flasche. Und egal wie viel Masse Sie dort hineinfüllen, grundsätzlich heißt es bei Literflaschen immer 2 Kapseln Gas. So, da gibt es hier solche speziellen Gaskapseln, einmal für Sahne und einmal zu Hause hat man das früher gemacht mit CO2, so sein Soda-Wasser. Soda bitte nicht nehmen, das wäre zu sauer. Und wichtig ist auch nach jeder Kapsel umdrehen und schütteln. Nächste Kapsel.
umdrehen und schütteln. Und jetzt geht's in den Kühlschrank. Ja. Das nächste zu unserem Dessert, finde ich, braucht man auch mal ein bisschen Frucht. Was liegt näher als jetzt zur Jahreszeit? Schöne, frische Mandarinen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de